Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Party bei Planet Crafter. So wie es ausschaut, habe ich beim letzten Mal hier irgendwo eine von diesen Batterien vergessen. Habe ich wahrscheinlich übersehen. Und deswegen kommen wir nämlich dann in dem nächsten Teil nicht rein. So, ich muss noch mal gucken, wo ich dieses Ding übersehen habe. Ich hoffe, das finde ich. Vielleicht ist es ja auch hier irgendwo außerhalb und nicht irgendwo da oben. Jawohl, schlagt die Türen zu, Leute. Dass mir das Herz stehen bleibt. Sorry, aber mein Nachbar hat jetzt gerade die Tür zugeknallt. Was sind das für? Wahrscheinlich, dass ich von da oben runterkomme. Hier waren wir zwar drin, aber dagegen tut es hier nichts. Hier gibt es ja noch nicht einmal eine... Ach, da, warte mal. Ah, da ist noch ein Raum. Okay, den habe ich übersehen wahrscheinlich dann. Ja, ist okay. Da bin ich dann natürlich selbst schuld, wenn ich mich nicht richtig umschaue, ne? Da haben wir eine Truhe. Zumindest sieht es... Ach nee, das ist noch ein Schriftstück. Schriftstück, nochmal bitte. So, lesen wir mal. Seit der großen Völkerwanderung sind Generationen vergangen, aber wir vergessen unsere Geschichte nicht und das Wissen wird sorgfältig an jeden unserer Jünglinge weitergegeben. Unsere Meister beobachten ihre Entwicklung genau. Wir sehen jetzt, wie primitiv sie waren und doch so mächtig. Ironischerweise führte ihre zerstörerische Natur dazu, dass sie sich immer weiter ausdehnen. Stück für Stück vergrößern sie ihre Reichweite und kommen immer näher. Wir dachten, dass wir bisher sicher sein würden, aber jetzt müssen wir einen Weg finden, sie nicht noch einmal zu treffen. Wir werden nicht den gleichen Fehler machen wie beim ersten Mal. Was mich nur wundert, ist halt wirklich, ne, wenn die hier gewohnt haben und gelebt haben, warum gibt es dann hier keine Möbel oder sowas? Also irgendwie hat man doch dann in den Ruinen auch irgendwelche alten Möbel oder sowas stehen. Ja, jetzt habe ich eine goldene Kiste. Super. Und wo habe ich den dritten Schlüssel? Also hier dann jedenfalls nicht, weil jetzt war mehr überall. Ne? Hier ist ja auch nichts. Hier geht es auch nirgends durch. Ja, sag mal. Spiel, was ist los? So, und das ist ja auch nur ein leerer Raum. Na gut, ich hoffe mal, ich habe jetzt zwei Flaschen Sauerstoff dabei. So, wir haben den einen von hier weggenommen, ne? Da war der eine Schlüssel drauf. So, jetzt waren wir in dem Gebäude drin. Wir sind auch innerhalb hochgekraxelt. Hier ist nichts. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall nochmal nach oben. Ich schaue mich aber jetzt trotzdem hier nochmal um. Ah, da ist nochmal ein Weg, der rüberführt. Und wahrscheinlich hätte ich den rübergehen müssen. Schauen wir mal. Ich spare mir natürlich den Sauerstoff wieder bis zum letzten Moment auf. So, dann waren wir hier. Da geht es ja nirgends rein. Dann geht es hier nochmal runter. Hier geht es nirgends weiter. Dann waren wir hier drin. Das war nur die Kugel. Und hier links und rechts, das habe ich mir ja schon mal angeschaut, da geht es nirgends rein. Das sind einfach nur lange Gänge. Und dann hätte ich da wahrscheinlich, ja, hätte ich da wahrscheinlich weitergehen müssen. Ja, genau. Okay. Einmal Sauerstoff. Und dann finden wir wahrscheinlich da hinten den letzten Schlüssel. Ja, ist okay. Ist okay, da ist er und wartet auf uns und da zeigt uns natürlich dann die Koordinaten an, bei denen wir schon waren. Ah. So, konnte ich hier noch irgendwie runter? Ich weiß es nicht. Ja, dass ich mir den Hals breche. Lieber zurück, ne? Ja, dass ich mir da wirklich den Hals breche und sterb und mein Inventar ist gelöscht. Na gut, diese Kapsel sollte ja nicht gelöscht sein, aber who knows.
Sicher, sicher. Das ist jetzt kein langer Weg und wir müssen ja sowieso in die Richtung zurück. So, hier kann ich aber auf jeden Fall runter. Dann haben wir jetzt den dritten Schlüssel. Naja, dann wenigstens das, ne? Ich würde trotzdem sagen, auch wenn jetzt natürlich die nächste Stelle recht nah ist, ich würde trotzdem sagen, dass wir mal ganz kurz zurückgehen. Ich würde nämlich gerne den Sauerstoffdings hier herstellen, der uns dann im Grunde mehr Sauerstoff zur Verfügung stellt. Diesen Luftfilter oder wie das Ding heißt. Und dann noch mal los. Ah, okay, wir kommen gerade raus und es ist finster. Da wachsen schon die ersten Bäume. Das heißt, wir haben jetzt halt auf jeden Fall die Stufe erreicht. 2,05 GTI haben wir. Ich meine, ich war schon auf TI, also ohne dem G dann. Wachsen aber auch seltsam die Bäume. Hä? Und plötzlich sind sie wieder weg. Das Spiel ist ja schön, ne? Aber in manchen Punkten waren die wirklich schlampig, muss ich sagen. Ja. Räum mal das Zeug weg. Die Dinger brauchen wir eh nicht mehr. Das ist nur die Sache. Nehme ich dann noch eine zweite. Ich würde sagen, dass ich noch eine zweite Sauerstoffflasche trotzdem mitnehme. Jetzt gucken wir mal, was dieser Luftfilter an Material kostet. Okay, den können wir hier nicht herstellen. Der geht dann wahrscheinlich an dem Gerät hier. Stoff, zwei Kunststoff und ein Methan. Methan. Jawohl, das kannst du da draußen rausnehmen, weil das Ding ist ja unter Garantie wieder voll. Und einen Stoff haben wir im Schrank. Mehr als genug. So. Damit haben wir den Luftfilter reduziert, den Sauerstoffverbrauch je nach Terraforming-Stufe. Wunderbar. Steht hier mehr? Nee, steht ja auch nicht mehr. Okay, dann tun wir mal. Ich habe doch einen leeren Schrank hier, der hier. Genau, da kann ich jetzt erst einmal alles reinschmeißen. Wir nehmen das mit, der Schlüssel natürlich. Ansonsten brauche ich davon nichts, haben wir einen Dünger 2. Ihr kommt mit. Das ist auch schön, dass ich jetzt nochmal den Pilz drin habe. Ich habe schon. Das wisst ihr ja, ne? Dass ich da ein wenig Bammel hatte, dass ich keinen Pilz mehr finde. Sind die jetzt alle schon voll hier? Ja, sag mal. Also raus damit. Wir können uns eine Bohne reinschlotzen. Schlotz. Wasser können wir vorne trinken und ich würde sagen, wir nehmen sogar noch mal eine Bohne mit. Was ist denn das für ein Geruckel jetzt da? Mann! So, sorry für den Schnitt jetzt an der Stelle. Schreibt mir gerne rein in die Kommentare, ob ihr irgendwo ein Standbild hattet. Das ist jetzt das ist total nervig jetzt plötzlich. Hatte ich schon lange nicht mehr. So, wir nehmen uns eine zweite Sauerstoffkapsel mit. Sicher ist sicher. Wasser müssen wir nicht unbedingt haben. Weil wir haben, also eine Flasche haben wir einstecken und jetzt sind wir eh voll und dann alles andere haben wir. Das heißt, wir können uns mal auf den Weg machen und heute die Stadt besichtigen. Und ich hoffe, dass wir da fündig werden mit manchen Sachen. Ja, werden wir auf jeden Fall. Deswegen hoffe ich nämlich jetzt, dass auch das mit dem Sauerstoff reicht. Man sieht ja hier minus 1,1. Die Sekunde.
Also beim Sauerstoff links unten sieht man es, die Zahl, den Wert. Ah, Bäume, Bäume. Schön. Kaum ist die Stufe erreicht, ploppen die aus dem Boden raus, ne? Als wäre es nichts. Das ist halt ein bisschen Weg dahin, aber den machen wir ja eigentlich auch nur einmal, den Weg. Den Wasserfall müssen wir natürlich dann besuchen und so weiter und so fort. Aber ich habe gedacht, dass ich hier jetzt dann mit Baumdingern herkomme und dann hier alles Mögliche bepflanzen werde. Dann kann ich mir das echt sparen, ne? So, ich glaube, hier bin ich richtig. Ich weiß, ich bin nicht ganz richtig, aber hier bin ich richtig. Hier. Da sind wir. So, dritter Schlüssel. Rein mit dir. Yay. Das Portal in eine andere Welt. Wunderschön. Also im Grunde ist es vom Weg her mit den Schlüsseln und so weiter schon gut gedacht. Nur Umsetzung finde ich immer noch ein bisschen mager. Jetzt, deswegen bin ich jetzt halt gespannt, was hier in der Stadt jetzt, ob sich da irgendwas geändert hat. Oder. Hör auf zu dampfen. Danke. So, wenigstens ein Bildchen. Ich sammle jetzt mal auch sonst nichts ein, weil hier können wir jetzt dann eh nicht mehr fliegen, glaube ich. Ich glaube, da hört es jetzt auf, ja. Genau. So, dann schauen wir uns mal um hier. So, ein Podest war außerhalb, das weiß ich noch. Ich sehe nichts. Da ist eine Brücke. Da ist noch mal irgendwie eine Brücke. Ja, doch, die Stadt ist doch schöner als Bild, oder? Ja, auf jeden Fall. So, ich weiß es jetzt natürlich nicht mehr, wo was war. Und das ist die Frage, ob der Sauerstoff wirklich reicht. Wir gehen jetzt halt mal da hoch zuerst. Und an jeder Kante bleibt mir hier hängen. Ich glaube, da bin ich auch beim ersten Mal drei oder viermal hierher. Weil diese. Ich glaube, dass wir suchen hier auch Kapseln. Die sind an den blödesten Stellen irgendwie versteckt. So, da haben wir schon mal die erste. Dankeschön. Ich glaube, hier brauchen wir dann auch nicht mehr hoch. Na, lass mich vorbei. Sag mal, man bleibt hier an jeder Kante bleibt mir hängen. Fast runtergefallen. Sondern war doch hier außen auch noch mal irgendwo. Wir gehen jetzt mal hier rüber. Da ist nämlich noch ein Steg. Nee, das ist einfach nur ein Weg hier rum, alles klar. Ja. Ich will trotzdem warten bis zum letzten Moment im Grunde.
Da ist er. Da ist der zweite. Also wer auch immer hier zuständig war vom Programmiererteam, er hat keine gute Arbeit gemacht. Da haben wir den dritten. Ich weiß jetzt, ich glaube vier waren es. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Und es gibt hier auch nichts irgendwie versteckt oder sowas, ne? Mussten wir da hoch? Nee. Da muss es nochmal den Weg geben. Ah ja, stimmt. Das ist hier. Fünf Stück sind es, alles klar. Lesen wir mal. Einst lebten wir. Ah ja, gut. Das werde ich auch irgendwann mal sagen. Einst lebte ich. Beide hört man mich nimmer. Ah, da war auch noch mal ein versteckter Weg, den... Ich glaube, hier finden wir auch nur einfach nur noch einen von diesen Schlüsseln. Da unten ist auf jeden Fall der eine. Aber wenn wir jetzt halt hier sind, dann holen wir uns natürlich erst einmal den hier, ne? Ah, eine Ranke. Muss ich mal gucken. Ja, da müssen wir wahrscheinlich hoch. Okay. Schlotz und schon sind wir oben. Ne? So, da haben wir dann den Nummer 4. Klettern. Und da weiß ich halt jetzt nicht, ob wir runter... Ja doch, da kommen wir runter. So, und dann haben wir hier den letzten. Ich glaube, das wäre jetzt halt einfach nur, ja, dahin gegangen. Okay, alles klar. Ja, dann war doch das ratzfatz. Jetzt ist nur die Sache, ob ich genug Sauerstoff noch habe, aber ich glaube schon. So, machen wir mal auf hier das Ding. Ups. Yay. Damit haben wir dann die letzte Kammer im Grunde erreicht. Und da müssten wir doch eigentlich auch die Schmetterlingssamen und sowas finden. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Außer ich bin jetzt halt wirklich schon viel zu früh da. Aber goldene Schmetterlinge... Doch da, ja. Da gibt es dann die goldenen Schmetterlinge und alles mögliche. Was hast du nur noch einstecken? Essen, Wasser, Sauerstoff. Laufen wir jetzt mal hier außen rum. Aber da war nichts weiter. Das war nur diese... Nur, ja, war halt dieses Zeug hier. Lesen wir erst einmal die Nachricht. Wieder einmal befällt unser Volk eine Katastrophe. Wenn die Vorhersagen stimmen, wird der Meteor den Planeten in nur wenigen Tagen treffen. Die Städte, die wir gebaut haben, die Pracht, die wir geschaffen haben, all das wird vergehen. Unsere Kunstwerke, Traditionen, Entdeckungen und unser Leben werden verschwinden. Wieder einmal steht uns die Zerstörung bevor. Aber dieses Mal werden wir nicht fliehen, wie wir es vor Generationen getan haben. Was bringt es, davon zu laufen, wenn der Untergang einen so heftig verfolgt? Wir haben unser Schicksal akzeptiert, sind stolz auf das, was wir waren, und wir sind unseren Werten treu geblieben. Unsere Geschichte wurde unter der Asche von Flammen und Staub verschwinden. Wie ein Schmetterlingsleben, schön und vergänglich, ist es Zeit, unser Ende zu finden. Warte mal, kann das sogar noch besser sein? Oh ja, das schaut besser aus, das Bild. Oh ja, das ist gut. So, dann lasst uns mal plündern.
Hier, goldene Schmetterlingslarve. Und dann haben wir hier nochmal einen Luftdruckmultiplikator. Hervorragend. Und natürlich noch das Alu- und Superlegierung. Ja, ja, gleich. Okay, da muss ich natürlich jetzt entscheiden, was ich... Ach so, nee, Quatsch. Wir nehmen den Sauerstoff. Wir trinken einen Schluck Wasser. Und schon haben wir zwei Plätze für die Kapsel. So. Ist da sonst noch irgendwas? Nein. Toll. Eine ganz große bunte Mischung. Wir haben zwei goldene Schmetterlingslarven mit je 1500. Wir haben den Luftdruckmultiplikator und wir haben den Sauerstoffmultiplikator. Nochmal zwei Triebwerke. Ja, das ist doch... Das hat sich doch gelohnt. Alleine dafür schon. So. Und schade, dass es schon vorbei ist. Das ist eigentlich eine ganz kurze Sache. Das Einzige, wo wir noch hingehen können, das wäre dann eben der Wasserfall. Da werden wir auf jeden Fall noch hingehen, weil da gibt es ja dann noch die Gräber und da müssten wir auch dann noch Kisten finden. Komm, flieg, flieg. Danke. Wunderschön. Da haben wir das geschafft. Machen wir eine Landung. Schauen wir auf die Map. Weil wir sind ja jetzt in dem Gebiet hier. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Gibt es hier irgendwo noch Höhle? Keine Ahnung. Kann ich hier durchfliegen, auch durch die Bäume? Oder? Na, an den Bäumen, da bleibt man schon hängen. Da hinten war die Uranhöhle. Ja, von den Pflanzen her finde ich es schon schön gemacht, auf jeden Fall. Und ich werde auf jeden Fall ja noch unsere Bäume pflanzen. Ich glaube, da war gar nichts drin, ne? In der Ecke. Ach doch, da ist eine Kiste. Können wir dann später holen. Da ist auch nochmal Pilzsamen drin und dann auch nochmal halt. Schau nochmal nach. Was ist das? Pflanzenmultiplikator. Ja, cool. Da kann ich dann, wenn ich die Baumsamen zum Beispiel mache, können wir dann noch so einen Dings hier reinmachen. Oder die Blumen halt. Aber das wäre jetzt dann so das Nächste, was ich in Angriff nehme. Mehr Sauerstoff, mehr Wärme. Und definitiv natürlich mehr Strom. Und so langsam sollten wir doch auch mal den Handelsposten bekommen, oder nicht? Ich weiß jetzt gar nicht, schalten wir den frei, die Handelsrakete, oder da stehe ich jetzt gerade wieder auf dem Schlauch. Inkubator. Der Autohersteller, der mir auf jeden Fall schon mal gute Dienste erweisen wird. Da kommt ja dann Kernfusionszelle und die Drohnen. Da können wir dann die Leiterplatten selber herstellen. Pulsarquarzportal. Da kommt noch ein Rucksack. Okay. Tierheim. Futterspender für Tiere. Das kenne ich ja alles noch gar nicht. Der Nahrungszüchter ist bald soweit, bei 35 Tonnen. Pflanzen, Insekten muss natürlich noch, weil die sind ja hier noch nicht einmal freigeschalten. Insektenverteilerrakete, Heizung. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich die Handelsrakete bekommen habe. Ich weiß es nicht mehr. Naja, gut.
Wird schon irgendwann, ne? Ah, Bauernhof. Gibt es da irgendwas Neues noch auch? Genetischer Extraktor, Bienenstock 2, den kennen wir aber. Fischeier. Da ist ganz so weit am Schluss dann der Jetpack 4, ne? Da brauche ich ihn dann doch eigentlich auch nicht mehr. Das ist immer so, wenn du irgendwelche Spiele magst, wo es darum geht, dass du immer bessere Waffen bekommst. Und am Ende vom Spiel kriegst du dann das ultimative Schwert, wo du fertig bist. Was willst du denn mit dem Schwert dann noch? Das kannst du dann an die Wand nageln. So, wir haben jetzt halt auf jeden Fall hier so einiges Zeug, was wir raustun können. Also auf jeden Fall die mal und die mal, die kommen hier rein. Dann können wir natürlich, warte mal, das sind jetzt zwei goldene Statuen. Wir können mal, die rutschen halt immer nach, ne, ist das Blöde. Was können wir denn machen? Wir können das reintun. Dann Titan, dann nochmal das, dann eine davon, ein Titan und dann nochmal eine davon. Dann haben wir alle Figuren weg. So, Snackomat. Ja, tue ich halt jetzt einmal da rein. Pflanzen, ein bisschen Platz habe ich noch. Da müsste ich auch noch. Nee, keinen Platz mehr. Okay, hier, zack, rein damit. Sauerstoff, Sauerstoff. Luftdruck, Luftdruck. Genial. Dann müssen wir eigentlich bloß noch mal die Teile hier bauen. Und das sollte ja so langsam kein Problem mehr sein. Bin schon sehr neugierig selber drauf, wie ich das mit dem automatischen Bauen dann später mache. Da bin ich ja echt schon gespannt. Aber gut. Strom brauchen wir auf jeden Fall noch. Das heißt, ich werde schauen, dass ich den Uran herbekomme. Weil wir haben ja hier jetzt 5 Stück drin. Die Kisten müsste ich noch unbedingt leer machen. Hier haben wir gar keinen Uranstab mehr drin. Ja, da muss ich dann unbedingt mal losdüsen und muss die unterschiedlichen Schränke leer machen. Da fliegen wir doch gleich einmal zusammen hin. Nochmal da vorne beim Schiff. Weil die waren ja noch recht voll, die Schränke. Ich weiß nicht, ob man da nach oben kommt. Ich glaube nicht, ich glaube, das habe ich schon mal probiert, da nach oben zu kommen. Obwohl, das könnte schon gehen, ne? Ah ja, nee. Blau, das könnte Osmium sein. Nee. Doch, das könnte Osmium sein, ne? Aber ist das nur eine? Hast du mich jetzt eingesperrt? Nee, es sind schon mehr. Das hat mich jetzt auch gewundert. Ja, aber ich sehe sie nicht. Da. Geht ihr jetzt alle in der Wüste runter? Ja. Auch da hinten. Okay. So weit weg ist es gar nicht, ne? Kommt da noch eine?
Ach, da vorne, okay. So, und durch das Wasser sehe ich jetzt halt wahrscheinlich die Sachen nicht. Oder da sind halt jetzt noch die Steine davor. Das kann jetzt auch sein, ne? Ja, da muss ich mir Zeit lassen, da muss ich dann später her. Wenn ich dann die Stellen noch weiß. Oh Mann. Dann ist egal, dann hole ich jetzt erst einmal das Zeug, was in den Schränken hier drin ist. Und bring das rüber. Und dann muss ich mir nur mal was überlegen, wie ich das mit der Sortierung machen werde. So, hier ist der zweite, da ist noch mal einer. Ach, Schwefel ist das? Nee, Schwefel und Osmium, so, ja, genau. Ah, kommen die ersten Larven. Haben wir doch schon den Insektenstatus erreicht? Dann ploppen jetzt ständig dann wieder Larven auf meinen Wegen auf. Na gut, ich werde mir da mal Gedanken machen drüber, wie ich das am besten jetzt handhabe, weil jetzt werde ich überschüttet mit allem. Erst habe ich das Material nicht, um was zu bauen, und jetzt werde ich so überladen mit allem, dass ich gar nicht weiß, wo ich zuerst loslegen soll. Aber auf jeden Fall brauchen wir Schränke für die Samen. Ein paar habe ich ja noch. So, einfach mal raus damit. Auch die Blumen jetzt halt einfach mal hier raus. So, das Lunchpaket kannst du eigentlich essen. Das kommt dann nochmal rüber. Ja, und wir sind jetzt halt im Stadium Insekten. Na dann. 0 Gramm. Naja, gut, das kommt ja erst noch richtig. Ah, ich freue mich schon drauf, wenn es weitergeht. Aber ich werde es peu à peu machen. Also Stück für Stück, Schritt für Schritt. Jetzt haben wir auf jeden Fall die ST2-Extraktoren schon mal. Wir können da hinten das Uran noch fördern. Ja, wir können auch die ersten gemeinen Larven sammeln. Also wenn ich jetzt da irgendeine Larve über den Weg laufe, dann werde ich mir die gleich einstecken. Und dafür brauche ich dann halt auch noch die Schränke. Die gemeine Larve ist ja jetzt nicht so wichtig. Also schon wichtig, aber die seltene Larve, die wäre natürlich noch besser. Aber alles mit der Zeit, ne? Immer mit der Ruhe. Mann, Mann, ich bin jetzt schon wieder so durcheinander. Ja. Okay, Leute, das soll es dann für heute gewesen sein. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Es kann durchaus sein, dass die Werte hier noch mal einiges hochgehen, weil ich mir eben überlege, wie ich das mit den Schränken mache. Aber das werden wir dann natürlich alles da drüben reinbringen, auch ins Lager. Und wir müssen dann natürlich da vorne beim Biolabor, müssen wir dann noch die DNA-Dingsbums hier aufbauen und so weiter. Aber ich bin eben noch immer am Überlegen, wie das ist wegen der Handelsstation. Da bin ich mir jetzt nämlich nicht sicher, wie ich die nochmal freischalten kann. Muss ich mal gucken. Okay, Leute, das soll es gewesen sein. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, Abo dazulassen, wenn noch nicht passiert, dass ihr keinen weiteren Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder wie auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.